Hallo Leute, der LogoCast 16 wieder mit einem neuen Wi-Fi-Kampf. Diesmal einen Live-Kampf gegen den Fabian. Hallo, ich bin der Fabian, 15 Jahre alt und wohne in der Nähe von Stuttgart. Ich spiele hauptsächlich Pokémon. Ja, und er ist kein YouTuber, also er nimmt keine Let's Plays auf, ist nur auf YouTube und schaut sich Videos an. Ist aber auch ein Kumpel von mir und wir haben auch schon mal gegeneinander gekämpft. Und da dachte ich mir, da er zustimmt, mache ich mit ihm einen Live-Kampf. So, dann gehe ich... Ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja, dann gehe ich mal auf Team, so. Kann ich eine kleine Teamvorstellung machen. Ja, so, da ist sein Team mit einem Fiaro, einem Azumarill, einem Bisaflor, einem Raikou, einem Sherox und einem Mamute. Mein Team, die meisten meiner Pokémon sind ja schon bekannt. Ich spiele mit meinem Azumarill, meinem Rotom, meinem Dennis, also Galagladi, meinem Porygon-Zett, meinem, wie hieß es, Skorgla genau, und meinem Heatran. Dein Team sieht ziemlich interessant aus. Mal schauen, wie der Kampf sich entwickeln wird. Ja, das finde ich auch jetzt sehr interessant. Ja, dein Team finde ich auch sehr interessant. Ja, ich schaue immer eben danach, dass meine Pokémon möglichst viele Typen abdecken. Ja, ich gucke auch immer, dass ich viele Schwächen in meinen Teams einbaue. Also, viele Schwächen abdecken kann, also von den Gegnern her. So, ist halt wieder ein Ja. So, ich habe jetzt, das ist halt wieder ein Live-Kampf, da wird das Ganze wieder etwas schwieriger mit der Kamera. Es könnte ein bisschen wackeln, aber ich glaube, das passt so. Meine Kameraqualität ist ja immer sehr gut. Und dafür, dass ich mit einem Handy aufnehme, ist das, also meine Anfänge waren schlimm. Das war aber daran, dass ich für die Kamera noch keinen passenden Platz gefunden hatte und jetzt habe ich's. Ja. Erstmal mit einer Lichtkanone. Ah, Fokus gut. Warum bist du schneller als ich? Hä? Aber das ist doch nicht so sch... Ich glaube 195. Ich glaube 195 oder so. Oder? Nee, 141, auch schlimm. Ja, ich hab 145, ganz knapp. Ja, ich hab einen Fehler gemacht. Das habe ich jetzt nicht geahnt. Oder hast du aber nach dem Farmstand schon gesehen, dass du langsamer bist? Ach, stimmt, ja, ich hab nicht mitgedacht. Ich bin irgendwie nicht bei der Sache gerade. Ah, verdammt. Ah, das hätte ich auch voraussehen können. Ah, Bisaflor. Der perfekte Azumarill-Counter. Ja, das kann sein. Ja, ich muss jetzt mit dem Steuerkreuz meine Pokémon und Attacken auswählen, weil ich nicht auf den Touchscreen tippen will, weil ich sonst vielleicht ins Bild reinrutsche. Ja, ich habe auch einen netten Bisaflor-Counter. Einfach schicke ich mich selber in den Kampf. Ja, mega Bisaflor ist... Ja, also nicht Dennis, es wird nach meinem Kanal benannt werden. Ja. Ah, natürlich Schlafpuder. Er ruft zurück, okay. Was? Achso. Oh, Fiaro, oh nö, ich mag das viel nicht. Ja, wegen seiner versteckten Fähigkeit. Ja,
Ja, schmeiß ich den rein. Ja, da zum Beispiel, das hat auch meinen. Das hat auch meinen Namen im. Der 16 nämlich, der Logo K16. Ich bin mal gespannt, wer reinkommt. Wir nehmen das gerade per Spielerchat auf, also nicht wundern, wenn die Qualität etwas schlechter ist. Okay, Raikou, das wundert mich jetzt schon ein wenig. Ach, Delegator, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie man Raikou spielt. Ich spiele nicht so mit Semi-Legendären. Also spiele ich schon, ich habe ja Heatran, aber mit Raikou habe ich halt noch nie gespielt. Mit einem Event-Raikou könnte man gut spielen, weil es Aurasphäre beherrscht. Ja. Ach, Kraftreserve Eis, habe ich recht. Ja. Verdammt. Ah, ach Mensch. Sieht aber ganz schlecht aus gerade für mich. Ja. Volltreffer, deshalb wahrscheinlich. Sonst hätte ich. Ja, sonst hätte ich überlebt. Das war Volltreffer. Verdammt, jetzt weiß ich nicht, was ich reinwerfen soll. Ah doch, komm, schmeiß mal ihn rein. Ich hasse es zu pennen. Ja, das müsstest du wissen. Das ist ein bisschen unpassend. Warum so schnell? Natürlich, ich muss doch aufwachen. Also erstmal wieder schön KP. Doch, doch, tun sie. Habe ich mich auch erkundigt. Erstmal schön Überreste weg. Ja. Ah, jetzt sieht es schon wieder etwas besser aus. Jetzt habe ich schon mal das Semi-Legendäre ausgeschaltet. Jetzt habe ich keinen Counter mehr dafür. Ätzend. Ja, natürlich. Ja, scheiße, er hat's vorausgeahnt. Ach, das sieht so scheiße gerade aus für mich. Ja, ich hasse Fiaro. Ich hasse das Vieh einfach. Das nervt. Das ist schon übel. Oh, und dann noch Lebensorb. Oder Lebenorb. Oh Mann! Natürlich kommt das wieder rein. Ach Mensch. Sieht so schlecht aus heute für mich. Kommt wahrscheinlich davon, dass ich die Vorbereitung für mein neues Projekt getroffen habe. Ich werde bald eine kleine Playlist mit Videos jeden Tag hochladen. Also jeden Tag Videos für eine kleine Playlist von legendären Kämpfen. Pokémon-Kämpfen nur mit legendären.
Und davon werde ich einige Videos hochladen. Ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich habe mir mal gedacht, Legendäre sollte man nicht benutzen, aber Legendäre sind auch Pokémon, die im Spiel eingebaut sind. Und es ist natürlich schön, wenn man sie benutzt. Und dann halt vorausgeahnt. Patroni, ich hasse das auch. Ach man, warum zieht das so viel Wahlband? Ja. Ach komm, ey, das ist so kacke. Ich verliere, aber richtig. Doch. Erstmal tschüss. Ja. Ich schon. Ich habe mir das extra ausgedacht. Ja, meine Movesets sind immer ein bisschen anders. Ja, ein bisschen. Das ist auch extra so. Auch wenn ich Wasserlöse drauf habe. Willst du keine Bauchbombe? Doch, tue ich, aber wie soll ich die benutzen, wenn du mich eh tötest? Ja. Die kann ich leider nicht benutzen. Ah, ich weiß, es bringt nicht viel, aber ich kann gerade nichts anderes machen. Musste ich leider opfern. Ja, ich weiß. Hätte ich jetzt ausgetauscht, wäre es auch nicht gut gewesen. Aber ich muss einsehen, es hat eigentlich keinen Sinn mehr, weiter zu kämpfen. Aber ich kämpfe immer bis zum Ende. Ich bin nicht so der Typ, der aufgibt. Aber ich werde das jetzt mal noch. Wen setzt er ein? Ach komm! Ach komm, nee! Ach scheiße! Jetzt habe ich total den Hyperstrahlphasen. Ach egal. Ach verdammt nochmal. Ja, egal, ich habe verkackt, aber richtig. Ich habe heute irgendwie keine Ahnung. Ich habe zwar gut gekämpft, ich habe ja schon einige Pokémon von dir besiegt, aber. Keine Ahnung, war irgendwie heute scheiße drauf. Ja, du hast natürlich auch einen Bauchtrommel, Azumarill, das ist sowas von klar. Das Kraftkoloss auch beherrscht. Natürlich, und weg. Ja. Bist auch so ein guter Spieler, ich weiß aber auch nicht, was heute mit mir los ist. Keine Ahnung, zu viele Fehler gemacht. Ja, mir auch. Mich hat es nur selbst mich selbst geärgert, was ich heute für Fehler gemacht habe. Ich glaube, die mache ich heute sonst nicht so häufig. Das war sehr ärgerlich, aber. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück mit deinem YouTube-Kanal. Ich wünsche dir viel Glück und sag dann mal tschüss. Ja, danke. Und ja, dann ciao, Leute. Bis zum nächsten Video. Ich werde jetzt halt heute oder morgen mehrere Videos hochladen oder am Wochenende mit. Ja, halt Legis kämpfen, das ist dann halt nur mit Legendären, Multikämpfe. Ich werde jetzt auch ab sofort Multikämpfe hochladen, vielleicht irgendwann Doppel- und Dreierkämpfe und die werden alle in verschiedene Playlists eingefügt, dann könnt ihr euch die besser angucken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, ciao!